Herzlich willkommen zur zweiten Folge hier bei CFD. Wir fliegen heute wieder in den Süden, wo es schön warm ist und heiß. Denk mal, wir fliegen immer besser. Sauberer Start. Erreicht an Höhe. Jetzt werden wir Richtung Süden fliegen. Auf der Straße. Der Bus ist zwar nicht schnell, aber dafür. Oh. Dafür sind wir hier oben sicher, ne? Meistens. Natürlich könnte ich ganz hoch fliegen, aber das wäre ja auch nicht so schön, ne? Wir würden hier unten nichts erkennen. Ja, hier ist sie schlecht, hier ist sie sich schlecht. Steuer mit A und B und mit C geht's wieder recht runter. Und bei der Maus macht die Sicht. Leertaste geht hoch. Neuartige Munition. Gut, wegen Test bin ich lange. Das Landen war keine Absicht. Das war, was soll ich sagen? Nicht vorgesehen. Sagen wir so. Ja, nicht heute. Ja, geht doch. Man muss schon fleißig Gas geben. Ja, ich wollte hier noch ein bisschen was tun, ne? Da war doch ein Militärcamp gewesen. Irgend so eine Kumpelhütte. Und ich wollte mal schauen, ob ich da irgendwie. Da ist der See. Verliere eine Höhe. Böse Geräusche hier, ne? In der Schrottgegend, da die haben wir gewonnen. Oh, die Sonne ist fies, das blendet dich.
Ah, da oben ist es ja. Den Canyon gefunden. Ups. Da wollen wir hin. Den Berg können wir später mal gehen. Wir werden mal schauen, dass wir das Häuschen ein bisschen näher anschauen können, ne? Wir gehen mal zur Landung ran. Ja, so lieb schon mal. Ich sehe gerade einen Schakal. Ja, ich will heute noch ein paar Punkte vergeben. Das heißt, wir haben noch heute Nacht welche bekommen. Und zwar haben wir gekriegt. Ja, ich wollte mal gucken, ne? Sammler. Oder Spion. Durchbohrer. Vom Landleben wäre auch sehr gesund. Heilfaktor, Eisen im Magen. Ausdauertraining. Intelligenz, Mechaniker, das braucht nicht unbedingt, besser verhandeln, das wäre mal nicht schlecht. Gut, haben wir ein bisschen Waffen freigeschaltet. So, den wollen wir den Schakal erledigen. Beziehungsweise ausschlachten, ne? Nachladen. So, und hier mal ganz kurz anklopfen. Natürlich Messing, ne? Türgriff ist mal schöner Messing. Garage. Aber hier nochmal sicher, ne? Beziehungsweise Bücher. Und der ist schon ein bisschen heftig. Muss ich aber andere Munition verwenden. Der hat sich hier versteckt. Eisenrohr. Ja, das hat Neues. Okay. Sind wir hier im Raus? Nö. Balkon. Müssen wir schauen, ne? Einen Weg freikämpfen. Natürlich nicht durch Stein, sondern durch Holz, ne?
Wenn wir alle Fallen wegnehmen, den laufen wir ganz gerne selber rein. Ich habe den Eindruck, die werden alle bestimmt besser. Was ist hier? Bad. Mal hinter dem Bild, ne? Messing. So, das war die erste Ecke. Da waren wir schon. Da geht's zum Keller. Da gehen wir auch noch hin. Na. Drüber lauf, dann sicher. Hätte mir doch beinahe erwischt. Hier in der Bar. Das kennen wir alle schon. Bin enttäuscht. Überan. Gibt's doch gar nicht. So, mal ganz kurz mal Gepäck leer machen. Bin enttäuscht. Nichts Brauchbares bei. Beziehungsweise so gut wie nichts brauchbar dabei. Da geht's auch nicht raus, ne? Raus geht's hier. Hubschrauber.
Das ist ein Kaktus gewesen. So, mal ganz kurz umladen. Und zwar, das kann ich verwerfen. So. Starten hier auch. Das können wir kaufen. Gibt garantiert ein kleines kleinen Preis vom Händler. Pistole, da muss ich mal gucken. Da habe ich eine 4. Das mache ich. Ja, erstmal brauche ich nichts. Die Rohre aufnehmen, könnten wir auch zerlegen. Ja, also Rohre zerlegen. Kaffee. Den. Die Türgriffe kann ich auch zerlegen, wenn es mal irgendwann sollte. Eisending rüber. Papier. Stuhl kann man auch zerlegen zur Not. Dose auch. Verändern. Gut, normalerweise brauchst du keinen Schalldämpfer. Abschließen. Firma Pistole, wo ist die? Da. Dann werde ich die alte überlegen. Mit dem Mod zusammen. Das deswegen, falls sie mal irgendwo mehr Probleme gibt. Gut. Was ist hier los? Sandsturm? Na, das haben wir. Mehr Kraft, mehr Durchschlagskraft. So, jetzt gehen wir gleich in den Keller rein. Beziehungsweise in die Garage, ne? Da haben wir unser. Ehrlich sagen, ich muss wissen. Na ja, gut. Ist nichts Berauschendes gewesen. Da auch nicht. Was könnte das sein? Das ist ja fast wie Ostern. Axt und Lenkrad im Moped. Na gut. Messing. Noch mehr Messing. Ich bin nicht allein. Da ist meist auch noch eine. Schleichbonus, ne? Ja.
Plan für den Magnum, naja. Noch gerne an. Ja, immer auf Leichen aushören. Gibt so einiges zu holen hier, hab mal verstanden. Gut. Jetzt wird das. Geben auch die bessere Munition ein, ne? In Anführungszeichen, weil da brauche ich nicht so viel, ne? Papier und anderen Krimskrams. Gut, gehen wir hoch. Aber sicher, bin ich mal an. So, Magnum können wir nicht lernen. Wasser. Messing. Könnten wir verkaufen. Feueraxt. Notration. Zerlegen. Was für ein Händler. Schönen Abend, ne? Flasche Bier. Ich trinke zwar keins, aber egal, ne? Motor. Schrotteisen. So, immer oben bei den Rest oben. Na. Da fehlt was. Kommen die jetzt her? Eine ganze Horde. Ach. Noch einer. Ich wollte sagen, ich habe doch was gehört. Ist das Regelliches? Gehen wir hier einen leichteren Weg, ne? Bleibt die Dicken kommen hier, die großen und schweren, habe ich gedacht.
Die hatten hier Geld. Ja, aber Federn ist Mist. Mit großer Duschkabine. Habe ich nicht genommen. Ah, oh, Messing. Hat sich Messing technisch schon gelohnt. Wow. Das ist zu kräftig. Das Gewehr. Gleich ein Loch im Boden geschossen. Hat sich doch gelohnt. Ich würde mal ein Jahr, ne? Zum Essen, Trinken, Bier. Ich dachte schon, hätte sich unzerstört. Aber Glück gehabt. Zweimal Amboss. Mal übersehen. Tja. Also wer schon mal einen Amboss getragen hat oder zumindest versucht hat zu tragen, wird wissen, extrem schwer. Und ich habe zwei im Rucksack. Da hat er noch hinter. Das war nur der Form halber. Gut. Also irgendwas ist hier noch. Aber ich denke mal nicht. Letzte säubern. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und ciao, ciao. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, seid ihr morgen mit dabei. Tschüss.